Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Barefoot. Heute mit einem kleinen Schummeltrick für die Beginner im Press. Ja, wenn man sieht, dass wenn die Leute Presses machen, und ich sehe das ja hier recht häufig im Gym, und die langsam entweder bei vielen Wiederholungen noch die letzte rauspressen wollen oder bei einer sehr hohen Belastung, quasi so beim 1RM oder so, dass die Leute schummeln. Ja, und zwar gehen sie auf die Zehenspitzen, weil sie sich dadurch etwas mehr Höhe verschaffen. Manche Leute sagen, ist doch passiert nicht, ist doch trotzdem noch alles rausgepresst. Es ist aber dann kein Strict Press mehr. Es wäre dann, geht in die Richtung Jerk. Ja? Im Jerk, wisst ihr, das Gewicht wird aufgehoben, man geht in die Hocke, schwingt es nach oben und landet in einer Viertelkniebeuge unter dem Gewicht. So, wenn wir jetzt auf die Zehenspitzen gehen, wir drücken das Gewicht bis hierhin raus, gehen auf die Zehenspitzen, dann haben wir das Gewicht angehoben. Dann gehen wir schnell nach unten und dann ist es schon weiter oben. Dann gehe ich wieder auf die Zehenspitzen, gehe nochmal runter und wieder auf die Zehenspitzen. Und dann habe ich es schon fast oben, ohne wirklich viel gemacht zu haben. Ich zeige euch das mal mit der Barbell, wie ich das meine. Und zwar, ihr habt die Stange in eurer Rack-Position. Dann fangen die Leute an zu drücken, alles ist super. Dann wird es aber schwierig, dann geht es schon so los, dass manche Leute sich schon so rausdrücken, ja, um eben hier besser den Arm strecken zu können. Ja. Oder sie fangen an, von hier aus eben auf die Zehenspitze zu gehen, um dann schnell runter zu gehen. Ja. So in drei Versionen hüpfen sie sich da nicht hoch. Ja? Aber zumindest sieht man das ganz oft, dass man dann so auf die Zehenspitzen geht, wenn man dann hofft, noch ein bisschen höher zu kommen. Weil man dann, wenn man schnell runtergeht, hat man genau diesen Sticking Point überwunden. Ja? Okay, Leute, also denkt daran, wenn immer ihr irgendwo im Gym jemanden sieht, der einen Jerk Press macht, erinnert ihn freundlich daran, dass er keine Jerks machen will, sondern sich für einen Press entschieden hat und deswegen entweder das Gewicht runternehmen oder weniger Wiederholung machen. Ja? Wir wollen Presses machen oder ein bisschen Overhead Presses, Military Press, whatever. Ja? Das heißt, arbeitet daran, sauber in den Press zu gehen und cheatet euch da nicht ein zurecht. Ja? Das kann man bei allen Übungen sehen. Hierbei ist es vor allem so, dass wir eben uns hochwurmeln und eben diesen Jerk Press machen, ja? Wo wir auf die Zehenspitzen kommen, das Gewicht wird nach oben befördert und wir uns dann schnell nach unten befördern, sodass das Gewicht auf der Höhe bleibt und uns dadurch einfach genau über diesen Sticking Point hinaus hilft, um dann halt einfach rauszupressen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Wir wollen ja genau diesen Sticking Point überwinden. Ja, das heißt, Gewicht runter, weniger Wiederholungen und keine Jerk Presses machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, checkt die anderen Videos und bis bald. Haut rein.